Yo Leute, mein Name ist Ralf. Wir sind hier zurück bei Ralf spielt Spiele und auf den Weg nach Porto Vena, um uns einen Helikopter zu besorgen. Ihr seht hier schon zwei Stück direkt vor uns stehen, denn wir werden heute eine Mission machen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich die machen will. Und zwar möchte ich, wenn wir mal einsteigen könnten, bitte, möchte ich die Das Überläufermission ist machen. Drachen, Rico. Ja, das war immer ein Plan, aber okay, ich möchte nämlich hier besagte Überläufermission Wir sind machen, bei dir, Rico. um ach so, falsche Richtung. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht feuern kann im Übrigen. Diesen werten Überläufer, der, glaube ich, irgendwelche Bavarium-Pläne vom Herrn Di Ravello kennt, ein bisschen einbinden zu können in unsere Machenschaften hier. Denn möglicherweise kann uns helfen und das wäre dann ja ganz praktisch. Insofern ist das mein heutiger Plan und das werden wir machen. Und warum auch immer, geht meine Waffe nicht. Naja. Ich muss aber an der Stelle nochmal sagen, eigentlich wollte ich mir ein Flugzeug besorgen. Aber gibt's halt auf der Insel keinen Fl es gibt halt auf der Insel keinen Flughafen. Ich meine, muss man auch an der Stelle mal dazu sagen, es macht nicht wirklich Sinn, auf dem kleinen Inselchen hier einen großen Flughafen zu bauen, wenn wir selbst hier auf dieser riesigen Insel nur einen haben. Aber es wäre vielleicht ganz praktisch, weil die Flugzeuge doch schneller fliegen als diese Helikopter hier. Weil die Helikopter sind, oder zumindest bin ich der Meinung. Ich glaube, die Flugzeuge fliegen mit 260 bis 300 oder so. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, während wir bei diesen Helikoptern hier bei 170 sind, mit viel Glück. Aber gut, so ist das halt. Es ist immerhin schön, dass wir. Wir hätten natürlich wieder eine schnelle Reise machen können, aber ich mag das Ganze einfach nicht. Mir gefällt das auch hier ab und zu mal mit dem Helikopter rumzufliegen und einfach, oder auch mit dem Jetpack oder mit dem Auto zu fahren, weil man einfach dann auch ein bisschen was von der Stadt sieht. Ihr müsst euch nur erinnern, letzte Folge des Formel 1 Auto, das hätten wir nicht gefunden, wenn wir eine Schnellreise gemacht hätten. Ne, war gar nicht letzte Folge, war vor einigen Folgen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, denke ich. Ich hoffe mal, dass die Damen und Herren hier jetzt dann gleich weggehen werden. Wenn Rico mit seinem Helikopter hier landet. Wo werden wir landen? Da bietet sich ja an. Oder? Naja, das war ein bisschen eine haarige Angelegenheit, aber ging sich aus. Hui! Oh, ich glaube, das war der Rotor, der das Ding möglicherweise ausgenockt hat. Ich erschrecke mich hier gleich. Ich dachte mir, weil das hat jetzt so ähnlich geklungen, wie wenn Rico einen Lautsprecher runterzieht. Hallo, Mario. Ah, guter Mann, danke. Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf. Dieser Was soll Hüftschuh, ich das verstecke werden? mich in aller Öffentlichkeit. Gut, was? Also dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme? Wir wären nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja, gut, klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ja ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist noch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platzangst. Höhenangst, Platzangst und ein bisschen eigenartig ist ja auch noch dazu der Herr Mario. Das ist, sind ja schon mal wieder gute Voraussetzungen für eine glorreiche Zusammenarbeit mit dem werten Herrn hier. Was sollen wir jetzt machen? Das Problem ist, dass es hier eigentlich keine Militärfahrzeuge mehr geben sollte, weil haben wir halt. Haben wir halt alle. Ausgenockt. Wie muss ich den so mitnehmen? Nee, oder?
ist denn jetzt passiert hier bitte? Ich denke, wir werden damit einfach bei ihm vorbeifahren müssen. Ja, selber schuld, wenn du nicht weiterfährst. Ich nehme jetzt mir hier mal absichtlich eins von der DRM. Ich denke, das könnte funktionieren. Ich liebe es, durch Medici zu fahren. Sobald der General und seine Scharfen schickt, fahre ich trotzdem. Och, der arme Boy hier, was ist denn da los? Warum sind hier überhaupt noch Leute? Er ist zwar nicht gepanzert, leicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind saubequem. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Also, ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, warum hier auf einmal in dieser werten Stadt hier jetzt wieder, in dieser Stadt, die wir im Übrigen hundertprozentig befreit haben, wieder lauter DRM-Leute sind, ne? Der Plan, die Seiten zu wechseln, wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Sende jetzt meine Position. Dima sagt, der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Ich beeile mich. Weißt du, warum er überlaufen will? Niemand arbeitet gern für die Ravello. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. Oh, Wahnsinn. 5 gleich. 5 Millionen. Sag ich doch. 5 Millionen. Warum kann ich denn hier wieder nicht meine... Ach. Na, komm schon, weg mit euch hier. Warum kann ich denn hier nicht meinen MG verwenden, wollte ich sagen. Ich bin Dr. Sino Antidicara aus der Ravellos Bavarium Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschutz? Sein Begleitschutz? Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Bondi. Mario, hol den Wagen. Sino, können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf 2 Ziele schießen. Ziele? Ich dachte, er wollte überlaufen. Vielleicht sollten wir ein bisschen netter zu ihm sein. Was passiert hier jetzt? Meine Kollegin Dima hat versprochen, sie würde meine Flucht in die USA arrangieren. Ich brauche ein Haus in Alleinlage und... Wie wär's damit? Sie werden nicht sterben. Also ich muss dazu sagen, ich verstehe wirklich nicht, was die jetzt hier für einen Plan haben. Können Sie mir von da unten wirklich helfen? Na. So, Biker Nummer 1. Okay, Doc, Sie sind also Wissenschaftler, hä? Was erforschen Sie denn so? Bavarium. Aber dem General geht es bei unserer Forschung nur um Waffen. Er hat mich gefoltert und einige meiner Kollegen getötet. Also, na, komm schon, runter mit dir. Ja? Cool, Doc. Folgen Sie uns. Wir schaffen Sie hier im 0, nix weg. Möglicherweise kann ich, wenn ich das hier einsteige. Kann ich hier einsteigen, bitte? Hallo. Das ist eine Flak. Zeno, fliegen Sie nicht zu nahe ran, bis ich Sie erledigt habe. Schwing die Hufe! Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg! Na, dann los. Anscheinend müssen wir die deaktivieren, da können wir nicht einfach nur raufschießen. Na los, hä? Ja, wie denn? Wie soll ich die denn deaktivieren, wenn sie mir wegläuft? Hä? Ich verstehe das Ding nicht. Jetzt geht's.
Meine Güte, das sind wieder so diese Kleinigkeiten, da versteht man nicht, warum das nicht funktioniert. Aber halten Sie nach weiteren Stellungen Ausschau. Können Sie mir von da unten wirklich helfen? Mhm. Ja, ich tue mein Bestes. Hey, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ach, das ist ja sehr beruhigend. Wo ist er? Da ist der Mario. Der fährt eh selber ins Wasser, das ist sehr nett von ihm. Vorsicht, noch eine Flak. Wo? Meine Güte. Wurde der Nachbar. Schwing die Hufe! Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg! Oh! Oi, Glück gehabt. Da war eine Handgranate dabei. Ja, was fährst du mich auch um, ey? Doc, wo sind sie? Da oben. Ich muss die Waffe wechseln. Los, schnell! Ich tue mein Bestes, aber es ist schwierig, das muss ich zugeben. Ach du Scheiße. Ich brauche Munition. Wo sind denn da noch welche? Alle? Sollten zumindest alle sein. Jetzt muss ich mich mehr darum kümmern, dass ich hier wieder Munition bekomme. Ich meine, keine Ahnung, wie soll ich denn hier arbeiten können, ohne dass ich hier überhaupt irgendwas an Munition habe. Jetzt habe ich zumindest wieder 215 Schuss. Das ist wie einfach mich ständig Mario umfährt. Dieser Tölpel, Alter. So ein unfähiger Mensch. Shit, jetzt habe ich wieder 70. Warum, Herr Wu? Aha. Was, die fahren jetzt schon mit unseren Fahrzeugen hier? Ist auch eine Frechheit. Es tut mir sehr leid, aber ich meine, ich weiß, dass zwischendurch beide sehr niedrig waren, aber das war echt heftig. Das hätten wir besser organisieren sollen. Ich weiß nicht, warum wir nicht einfach einen bewaffneten Helikopter genommen haben, den wir irgendwo gekapert hatten, schon zack rein, wupp, weg. Und mit dem Helikopter machen wir den Rest. Versprechungen gemacht. Mir wurde Geld zugesagt und Land. Wir können Sie zu General Di Ravello zurückbringen, wenn Sie wollen. Dima, du Miststück. Du hast mich reingelegt. Das ist aber, muss ich jetzt auch mal an der Stelle dazu sagen, nicht fein von Dima, ja? Also, das hätte sie netter machen können, ja? Habe ich jetzt eigentlich wieder meine volle Munition hier? Mehr Munition. Ja, das wäre wirklich mal von Nutzen an der Stelle. Das ist der wahre General.
Ist aber auch ganz praktisch, dass die jetzt alle hier rumliegen. Dann kann man nämlich bei jedem ein bisschen was mitnehmen. Zumindest bei denen, die was haben. Was ich nicht unbedingt gerade viele sind, wollte ich sagen, aber. Hey, krieg ich ein Autogramm? Oder besser ein paar als gar keine. So, und jetzt lass mich mal den ganzen Schmarrn hier noch wegziehen. Jetzt rollt er erst wieder zurück. Ja, ich weiß, dass das wieder absoluter Unfug ist, den ich jetzt gerade mache, aber. Warum nicht? Ich habe eh immer versucht, auch möglichst auf die Reifen zu zielen, aber das ist halt immer so eine Sache, die teilweise geht und teilweise weniger gut geht. Und hier ist sie leider zum Großteil weniger gut gegangen, muss ich auch dazu sagen. Ha, die Munition habe ich davor tatsächlich nicht bekommen, warum auch immer. So, wie viel haben wir da jetzt? 200. Nach wie vor nur eine. 360, okay. Gut, besser ist es jedenfalls und um den Rest werden wir uns in der nächsten Folge kümmern müssen. Wenn es wieder heißt, Rive spielt Spiele und zwar Just Cause 3 und nichts Geringeres als das. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben und lasst ein Abo da, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, gleich wenn sie rauskommen. Eben die Benachrichtigung bekommt, dass sie rausgekommen ist. Und ja, viel mehr habe ich eigentlich, muss ich tatsächlich jetzt sagen, nicht mehr zu sagen. Außer, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.